Moin, liebe Strickis. Es ist Strick mit Kick Freitag. Ich bin die Anne immer noch ohne Hut. Es gibt heute ein Video, aber wie ihr seht, bin ich immer noch hier. Der Mann ist immer noch positiv unterwegs. Den 10. Tag, nee, doch. Den 10. Tag ist das normal. Ja, also ihr seht, meine Woche war immer noch geprägt von Zimmerservice-Tätigkeiten und so. Ihr Lieben, worum geht's denn heute? Es geht, ich habe ein bisschen gestrickt, aber nicht viel. Ich wollte es ja ein bisschen ruhiger angehen lassen. Und ich habe ein bisschen gefärbt und Buchvorstellung, Freunde. Aber hat nichts mit Stricken zu tun. So, ihr Lieben. Erstmal vielen Dank für euer Mitgefühl und euer Kümmern. Wenigstens einer, der sich um mich kümmert, ne? Ja. Ja, was soll ich sagen, ne? Geht's mir besser? Ich glaube ein bisschen, weil ich habe mir nämlich, ich war mit den Kindern unterwegs, Schranktüren kaufen fürs Regal, fürs IKEA-Regal. Oh, entschuldige, ich bin auch ein bisschen... Ich bin gerade aus dem Bett gefallen. Aber ich habe gedacht, nein, das machst du gleich. So, das Video aufnehmen. Und dann waren wir noch so ein bisschen unterwegs und da war eine Buchhandlung. Ich liebe Buchhandlungen, ne? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnte. Auf jeden Fall habe ich gedacht, okay, Anne, jetzt gehst du in den Laden und lässt dich mal hier so ein bisschen durchfließen, ne? Würde ich schon irgendwas anspringen. So, Freunde, mich hat angesprungen. Das Universum schenkt dir alles. Ist gekauft, ne? So, ich habe gedacht, Universum, warte, Universum. Eigentlich waren das Universum und ich immer so... Vielleicht sollte ich meine Beziehung etwas festigen. Habe ich mir dieses Buch gekauft. Und schon auf der zweiten Seite kam die Erkenntnis. Also, weiß ich nicht. Aber das funktioniert schon, ne? Aber auf jeden Fall kam die Erkenntnis. Und da habe ich gemerkt, Anne, ich weiß, was dein Problem ist. Ich sage euch ja immer, vertraut doch mal ins Leben, ne? Habe ich die letzte Zeit nicht. Ich habe irgendwie zu verzweifelt versucht, alles unter Kontrolle zu halten. Und das funktioniert ja nicht, ne? Und da habe ich mir jetzt gedacht, okay, das stimmt, du bist viel zu verkrampft in letzter Zeit, ne? Dann habe ich gedacht, alles gut. Also vertraust du mal wieder so ein bisschen, ne? Habe ich gedacht, okay, alles klar, wird schon alles werden, ne? Was soll ich sagen, Freunde? Meine Hüftschmerzen, die ich seit Wochen habe, sind weg. Habe ich gedacht, so, okay, du musst weiterlesen. Ich bin jetzt auf Seite 57. Von, warte... 308 Seiten. Also bis jetzt, Freunde, kann ich das nur empfehlen. Ja, ist jetzt spirituell, keine Ahnung, bestimmt, aber ach, eigentlich stimmt das. Also eigentlich, ne, ich war immer die zu euch gesagt hat, Leute, vertraut doch mal ins Leben, ne, und hab selbst nicht in der letzten Zeit. Also, Freunde, ich habe jetzt beschlossen, ich sag dem Universum wieder, okay, alles klar, du machst das schon. So, also hier erste, ich weiß ja nicht, ob ich euch das empfehlen kann. Auf jeden Fall hat mir die zweite Seite schon sehr geholfen. So, auf jeden Fall, was habe ich noch gemacht? Ich habe beim IKEA, oh Gott, wir waren, ja, und dann waren wir letzten Samstag, ich hatte euch ja gesagt, da der Mann positiv war, durfte ich dieses tolle Event abhalten. Oh Leute, und zwar hatte der Mann für ein Fußballspiel von Influencern, nicht Karten bekommen, Freikarten. So, und Kind 1 war natürlich total Feuer und Fett. So, Kind 2, naja, weil es ja nicht sein kann, dass Kind 1 irgendwas macht, was vielleicht toll ist und sie nicht. Also musste sie das natürlich auch. So, alles gut, 3 Karten. So, wir nach Hamburg gejuckelt, ne? Was war da, was sagte der Mann? Einlass 13 Uhr. Und das sollte bis 20.30 Uhr gehen. Und irgendwie so, ich sag, was? Ich sag, aber die spielen heute nur Fußball, ne? Ja, ja. Ja, ja, sagt er. Naja, dann ist Einlass, dann ist Halligalli und so, ne? Dann habe ich gedacht, ja gut, vielleicht machen die dann ja hier dann noch so ein bisschen Meet and Greet und hast du nicht gesehen. Hm. Aber ich sag, nee, also ich fahre da nicht hin, dass ich um 1 schon da bin, ne? Gott sei Dank. Ich weiß gar nicht, was sind wir hier losgefahren? 1:30 oder so? Sind wir dann nach Hamburg? Die haben wohl unter euch Stadion hohe Luft, ne? Ich denke Stadion, Parkplatz, kein Problem. Ich bin so naiv, ne? Oh, Leute. Oh, dieses Stadion mittendrin, also eigentlich wie so ein
Sportplatz bei uns, also wirklich mittendrin, statt nur dabei, und von Parkplätzen, Leute, keine Spur. Oh, ich dachte, das kann nicht wahr sein, ne? Also es war wirklich so mitten, 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 und ja, mach was draus, ne? Ich denke, ach du Scheiße, so, dann sind wir die Straße erstmal hochgefahren. Grundsätzlich waren da Parkplätze, aber Leute, längs Parkplätze an der Straße, ne? Und ich kann nicht längs einparken, außer die Parklücke ist wirklich so groß, dass ich da vorwärts einfahren kann. Das habe ich in meiner Karriere als Autofahrer noch nicht so, noch nicht so. Ich müsste das mal üben, ne? Weil ich denke, in der Großstadt wäre ich verloren, da wäre ich lost, da müsste ich im Auto schlafen, weil, nee, so. Ich denke, ach du Großer, ne? Wohin mit dem Auto? Dann bin ich mal hier abgebogen und da mal in eine Sackgasse nichts zu machen, ne? Und dann das Kind zweimal, ah, da ist frei. Ich sage, du kannst mal davon ausgehen, da wo frei ist, ist eine Ausfahrt, ne? Eine Häuserausfahrt, das war halt so, ich möchte nicht sagen Villenviertel, aber halt schon so auch einfach mit den Häusern gedöhnt. Oh Gott, habe ich gedacht, so jetzt guckst du hier rum, dann bist du irgendwie 5 Kilometer von diesem blöden Stadion entfernt, ne? Da habe ich zum Universum gesagt, Universum, bitte, ne? Wir brauchen einen Parkplatz, wo ich reinkomme, ne? Und was soll ich sagen? Vor mir geht einer über die Straße. Ich denke, warte. Steigt in sein Auto ein. Ich so. Ich erstmal so geguckt, ne? Nee, da steht ein Parkplatzschild, ne? So längs. Aber alles gut. Und dann fuhr der los. Aber ich da fix rein, ne? Absolut toller Parkplatz, genau vorm Krankenhaus. Ich denke, na, hier kann mir nichts passieren. Zu diesem komischen Stadion waren es irgendwie, weiß ich nicht, wie lange sind wir gelaufen, vielleicht 10 Minuten oder so, ne? Also alles in bester Ordnung, ne? Ach, ich gedacht, alles funktioniert. Naja, dann sind wir dann dahin, oh, und es war so warm, ne? Es war Gott sei Dank nicht so brüllenheiß, aber es war warm so. Und dann sind wir da rein und da war nix. Also da waren, ja, du konntest dann zu deinem Stehplatz gehen, sag ich jetzt mal. Aber das war's dann auch. Also da war nichts. Da war nicht Halligalli irgendwas, ja, da lief Musik, aber also, ne, es lief. Also auch ein paar Mal wurde fröhlich das Leila-Lied gesungen. Ich bin jetzt fast textsicher, Leute. Oh, aber da war nichts. Und da habe ich gedacht, Gott sei Dank sitzt du hier nicht schon seit um eins. Und dann hieß es irgendwie, ja, um 4 geht's los. Nee, dann ging es erst um 5 los und so, ne? Und das Ding war, wir hatten hier zu Hause gefrühstückt. Und da habe ich gedacht, okay, musst eh noch tanken. Und dann fährst du da lang und dann fährst du oben zum Bäcker. Ja, der Bäcker hatte zu. Dann ist da zwar so ein Supermarkt, aber ich wusste gar nicht, ob der, weil wir da so selten einkaufen gehen, weil der echt siffig ist so, ne? Also der ist, oh. Ob die da überhaupt so eine Backabteilung oder wie auch immer, ich sage, ja, auf dem Weg kriegen wir ja bestimmt, ne? Oh nein, und dann irgendwie, ich hatte gedacht, da ist eigentlich ein Penny, aber das war dann irgendwie auch wieder dieser Siffladen im Ort nebenan. Naja, ich sage, okay, alles klar, dann in Hamburg da im Stadion, ne? Oh Leute, das glaubt ihr nicht, ne? Da gab es nichts. Wir haben nachher irgendwann so einen Eisstand gehabt und ich denke, oh, okay. Weil dann haben wir irgendwann die Bratwurstbude gefunden. Die Schlange war immens und ich sage, okay, Eis geht schneller, ne? Und dann haben wir uns für Eis entschieden. Auf jeden Fall durfte ich dann. Oh, das ist nur der Drucker, ich habe mich eben erschrocken. Durfte ich dann Zeuge der ersten Anmache für Kind 1 werden. Kommt irgendwie so ein Typ und quatscht sie an. Und dann irgendwie so, ob sie gut in Mathe sei. Und sie so, hä? Wie war's? Ja, bist du gut in Mathe? Und ich denke, was ist mit ihm denn los, ne? Aber das Kind hat wahrheitsgemäß geantwortet, nein. Und irgendwie, ja. Also er muss noch viel lernen und sie auch, weil ich sag, Mensch, deine erste Anmache und so, ne? Und sie, hä? Ich so, sie müssen noch so viel lernen, die Kleinen, ne? Naja, auf jeden Fall wurde das irgendwie keinem erstickt, weil ich glaube, er war überfordert mit der Nein-Antwort oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist aus den Beinen ist nichts geworden. Ich spoiler mal, ne? Er sah eigentlich ganz nett aus. So, und dann ging es um 17 Uhr irgendwie los und dann kam, weiß ich nicht, Pietro Lombardi und wer war denn dann noch? Montana Black, also das sind nur die, die ich so, ne? Steven Gätjen. Knossi, Tyramex, weiß ich nicht, keine Ahnung, frag mich nicht, ne? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Und dann irgendwann wurde Kind 1 ganz unruhig. Ich so, was ist denn nun da? Ich so, was hast du denn? Ne? Und so, ja, das war der und der. Ich sag, wo denn? Ja, hier, der stand genau vor mir. Und ich war so doof zu fotografieren. Und da war sie erstmal völlig fertig. Und dann mussten wir bis zum Schluss da bleiben, weil sie dachte, der spielt nochmal auf dem Feld. Nee, der kam aber nicht. Also alles für umsonst. Und dann haben wir dann
bis auf unser Eis dann irgendwie abends um 8 dann bei Burger King uns was geholt, ne? Halleluja, ne? Und dann Fanta. Naja, und dann durch Hamburg, Leute, ich hasse Hamburg. Ich weiß nicht, Hamburg ist überhaupt nicht meine Stadt. Überhaupt nicht. Ich musste da auch wieder durch Straßen fahren, wo ich denke, oh. Und dann denke ich immer so, wie die da alle schon parken. Also parken ist auch schon leicht übertrieben, ne? Ihr Auto da irgendwie hinwerfen. Uiuiui. Und dann denke ich so, nee, hier möchtest du nicht wohnen. Oh Gott, nee. Also Hamburg, ich weiß nicht. Ja, Hamburg meine Perle und Hamburg schönste Stadt der Welt. Nein, definitiv nicht. Also das war schon mal, also da finde ich Berlin besser. Also obwohl viele sagen, ja, Berlin und nee. Und, aber nee, also Berlin hat für mich mehr Flair als Hamburg. Tut mir leid. Also Hamburg, ich kann Hamburg definitiv nichts abgewinnen. Also wir fahren nach Hamburg, ja, wenn du gut durchkommst, irgendwie eine Dreiviertelstunde, ne, so, also ist das eigentlich ein Katzenwurf entfernt, aber wir fahren da nicht mal zum Einkaufen hin, weil mich das einfach nur nervt, also ne, also überhaupt nicht meine DNA, ne, so, ja, also das war dann so mein Wochenende, muss ich sagen. Tut mir leid, ich bin etwas, oh Gott, Entschuldigung. Und dann, ja, waren wir gestern noch ein bisschen unterwegs, weil wir mussten zum Kieferorthopäden und dann waren wir noch los und dann habe ich noch für die Ferienwohnung oben so eine Bettbank gefunden, die ich schon seit Ewigkeiten suche, die aber da so reinpasst. Passt, super. So, weil ich unten ein Regal habe ich noch aufgebaut gestern und als ich fertig war, merkte ich, dass ich das falsch aufgebaut habe, habe ich die Faxen Dinge gehabt und habe gesagt, so, jetzt ist Schluss. So, also das war so meine letzte Woche. Ich versuche es, wie gesagt, etwas entspannter angehen zu lassen. Ja. Und ich habe gehört, du hast nicht viel zu zeigen. Aber ich glaube, das andere war auch ein bisschen viel. Ne? Wenn ich jede Woche irgendwann fertig hatte, ich glaube, das war auch ein bisschen viel. Also bin ich mal jetzt hier ganz entspannt, ihr Lieben. Und zeige euch, woran ich so ein bisschen gewerkelt habe. Ich hatte euch ja letztens gesagt, ich hatte an der Plüschmaus bei der gestrickt. Habe ich jetzt in der Woche noch nicht. Aber ich zeige euch mal, wie der Stand der Dinge ist. Und zwar bin ich so weit. Wobei ich immer noch überlege, ob ich das nicht hier so reinmache, dass es mehr ein Bär wird. Wisst ihr? Und ich ziehe das hier so hoch. Dann hat er gleich hier irgendwie so einen Mund. Mal gucken. Ich glaube, die Maus lasse ich nicht. Ich glaube, ich mache das hier irgendwie anders. Muss ich mal gucken. Also und auf jeden Fall, also wo ich auch nochmal irgendwie ran muss, glaube ich, sind die Füße. Die Füße sind etwas... Oh, warte mal, das ist irgendwie ein bisschen überblendet. Ne? Kann man, warte mal, ich mache mal hier ein bisschen... Warte mal. Mhm. Oder? Ja, jetzt könnt ihr es besser sehen. Also hübsch sind die nicht, ne? Also ich habe die so gestrickt, als wenn ich Socken stricke, ne? Mit einer Bumerangferse habe ich hier hinten den Haken gemacht. Und den habe ich zuerst gemacht, den Fuß. Den fand ich dann ein bisschen dick. Da habe ich hier ein bisschen weniger Maschen, aber der sieht irgendwie leicht deformiert aus. Aber egal. Hier, letztens habe ich euch ja gesagt, dass die ein bisschen wegknickt. Dann gab es ein paar Tipps, dass man da irgendwie ein Draht reinmacht oder von der Klopapierrolle oder irgendwie... Oh Gott, Leute, es tut mir leid. Ich bin noch gar nicht so gehend aufgestanden. Da haben wir schon wieder so eine Sendung, ne? Hatte ich doch schon mal, wo ihr dann alle da gesessen habt zu Hause. Es tut mir leid. Klopapierrolle oder irgendwie so rein zum Stabilisieren. Aber ich habe jetzt hier einfach ganz viel Füllwatte reingemacht und jetzt ist es eigentlich ganz gut. Jetzt eigentlich fehlen jetzt nur noch die Arme. Und ich habe überlegt, ob ich das hier so lasse oder ob ich einfach so runde Füße mache oder so. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also entweder müsste ich die vielleicht noch länger stricken, ne, dass mehr Fuß ist. Aber ich finde auch irgendwie so die Hacke nicht so gut geworden, obwohl das ja eine normale Boomerang-Ferse, Sockenferse ist. Ne? Aber die ist nicht so schön, wie ich gedacht habe, dass das so zack, zack geht. Vielleicht müsste ich da eher so eine Käppchenferse vielleicht stricken. Oh Leute, es tut mir leid. Oh Gott. Warte mal, ich mach mal Fenster auf. Mach ich Fenster auf? Warte mal. Vielleicht ein bisschen Frischluft. Vielleicht hilft das, ne? So. Genau. Und dann bin ich mal gespannt, weil meine Herausforderungen bei so Dingern sind ja immer die Augen, ne? Also ich habe zwar so eine Sicherheitsaugen. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt im Nachhinein hier noch rangefriemelt kriegen würde. Oder ich muss noch mal gucken, weil raufsticken sieht bei mir immer furchtbar aus. Das sieht immer, also wirklich aus wie so ein Kindergartenkind, was eine Nadel in die Hand kriegt und irgendeinen Faden und dann, ja, ne. Manche häkeln das ja auch, also dass die so weiß und dann schwarz häkeln.
Ja, weiß ich nicht, muss ich mal gucken. Das ist immer noch mal eine große Herausforderung. Ne? Gibt es ja nicht irgendwo so ein Online-Tutorial oder Online-Kurse oder so? Ich muss mal gucken, vielleicht gibt es das bei YouTube irgendwie. Ne? So, auf jeden Fall finde ich die eigentlich so ganz süß, auch von den Proportionen. Ne? Und, was soll ich sagen, Reste natürlich. Ne? Sind alles Reste, finde ich gut. Ja, eigentlich muss ich ja nur noch die Arme machen. Das ist ja eigentlich gar nicht mehr viel. Ne? Ich muss mich da mal ransetzen. Ja. Ja, ich finde die ganz niedlich. Ja. Ich steige jetzt ins Strickpuppen-Business ein. Obwohl, da gibt's welche, die es besser können. Ne? Ich sehe gerade irgendwie, ist die Hose hier ein bisschen kürzer. Da sind auch genauso viele Maschen. Oh, manchmal, ne? Manchmal sind das echt. Ja. Wunder, Wunder. So. So, und dann habe ich letzte Woche euch ja gezeigt, dass ich den. Ach, die Anleitung habe ich jetzt im. Ne, habe ich hier. Den Oceanside Cardigan stricke. So. Und da hatte ich ja angefangen. Und habe ich ja gesagt, ich habe hier einen Sportsweg genommen, weil hier auch steht, also die stricken mit 340 Meter. Und dann habe ich einen 300 Meter Lauflänge Garn genommen. Ich muss mich so zusammenreißen, dass ich nicht so gähne, ne? Ich hätte vielleicht erst frühstücken sollen. Naja, egal. Also, und dann habe ich euch ja gesagt, weil ich ja sowieso so ein bisschen hadere mit der Mengenangabe, was die da sagen. Ne? Also, wie gesagt, ich kann ja noch mal schnell gucken. Brauchte ich 9 Stränge eigentlich? 8 Stränge. Aber ich gesagt, das kann doch nicht hinkommen. Ne? Ich würde euch so gerne so ein Strickset fertig machen. Aber ich kann euch da ja nicht irgendwie 8 Stränge reinhauen, wenn man irgendwie nur 4 braucht. Also, das finde ich, ne, das ist ja nicht Sinn und Zweck eines Stricksets. Ne? Das soll ja eigentlich so sein, dass es wirklich dann so hinkommt und man eben nicht so diese ganzen Überbleibsel hat. Ein bisschen bleibt ja nicht aus, ne? Aber nicht, dass man da irgendwie nur 3 Stränge hat, die man gar nicht braucht. Ne? So. Und da ich ja mit dieser Maschenprobe auch überhaupt nicht hinkam, und ich weiß gar nicht, 2 oder 3 Nummern kleiner angeschlagen habe und so, ne? Dann habe ich euch ja letzte Woche noch gesagt, eigentlich Fingering-Garn wäre vielleicht irgendwie besser. Da hatte ich eine kurze Umfrage bei Insta und die meisten haben dünn gesagt. Ach so, tatsächlich hängt da noch fest. Und dann habe ich gedacht, ja. Hatte dann nochmal eine Maschenprobe gemacht mit dünn und habe dann beschlossen, okay, gut, ich schlag nochmal an. Also ist dann das dritte Mal, dass ich angeschlagen habe. Und bin jetzt so weit. So. Ich habe, was habe ich denn genommen? Golden Moments Stein und Kappel habe ich genommen. Und zwar habe ich jetzt davon noch so viel und von dem beides der erste Strang. Ne? So gut, ich stricke ja nur das Rückteil. Also ich stricke es ja getrennt, wie es auch in der Anleitung ist. Man könnte natürlich auch alles zusammenstricken. So. Das wird ja so ein, der wird ja nicht so lang. Ne? Also der fängt, glaube ich, hier an. So. Also muss ich jetzt praktisch nochmal so viel stricken, um abzuteilen hinten. Also ich meine, hier habe ich jetzt weniger von, weil natürlich der untere Teil hier nur damit gestrickt wurde, ne? Aber ich möchte ja fast behaupten, mich hier mal ganz weit aus dem Fenster lehnen, dass ich mit den beiden Strängen auf jeden Fall das hinten. Hinterteil, ich will mal Hinterteil sagen, ne? Das Rückenteil hinbekomme. Und vorne dann ja nochmal. So, dann habe ich halt 4 Stränge insgesamt, ne? Wenn ich jetzt wirklich sage, ich brauche das alles auf. Und dann habe ich noch die Arme. Also ich glaube. Also 8 Stränge brauche ich definitiv nicht. Höchstens 6, glaube ich, aber auch nicht. Glaube ich nicht. Wobei ich glaube, ich muss die sicherlich anfangen, ne? Also ja, dass dann was überbleibt, irgendwie, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall nicht 8.
Das ist mein Plan. So, ich kann euch ja nochmal im Vergleich hinhalten, damit ihr mal so seht vom Maschenbild. Also das ist jetzt mit Fingering. Und das, warte, das wäre halt mit Sport. Wait, kriege ich das ein bisschen aneinander gehalten? Also das ist hier schon gröber als das, ne? Obwohl ich das auch nicht schlecht finde. Aber wenn man sich jetzt wirklich so von dem Bild leiten lässt das, und man das schön findet, ne, habe ich halt gedacht. Ich lege es nochmal von hinten. Kommt das dem schon viel näher? Also wisst ihr, wenn man sich wenn man irgendwas gut findet, dann findet man es ja danach auch nur gut, wenn es dem wirklich näher kommt. Und ich glaube, das wäre zu grob. Also ich habe es noch nicht aufgeribbelt, weil ich denke, okay, vielleicht strickst du ja den auch nochmal in dick. Oder ich nehme das und stricke was anderes irgendwie, keine Ahnung, ne? Obwohl, letztens hatte ich auch schon wieder irgendwas im Hirn, was ich stricken wollte. Ach ja, mal gucken. So, auf jeden Fall, so weit bin ich, strickt sich super. Also wie gesagt, auch hier der Lesepart, also super eingängig. Der ist ratzfatz fertig, strickt sich richtig, richtig gut. Und dann die Streifengeschichte strickt sich auch wieder 1A hoch. Erst war ich so ein bisschen, dass ich dachte, ist es mir vielleicht ein bisschen zu hell, weil irgendwie habe ich nicht so die richtige Farbe gefunden, die mich so umhaut, so, ne, wo ich sage, ja, genau, die Kombi, ne? Hatte ich halt nicht. Und also so, was da war. Und ich wollte halt anfangen zu stricken und mir jetzt nicht noch extra was färben. Und dann habe ich halt geguckt, okay, was könnte irgendwie ganz gut passen. Und das passt ja auch ganz gut. Und ich bin auch froh, weil ich hatte mal eine Färbung. War das sogar so ein halb-halb? Glaube ich. Also, ne, Hälfte die Farbe, die Hälfte die Farbe vom Strang. Oh, und dann war das irgendwie so ein Strickmuster, sag ich mal. Oh, und dann kam das immer an die gleiche Stelle. Also irgendwie so ganz blöd. Also das machte sich nicht gut im Strickdings. Wisst ihr, wie ich meine? Da habe ich gedacht, oh, hoffentlich ist das hier nicht auch so, dass man das irgendwie so. Aber ich finde, das fließt hier ganz gut. Ne? Ja, finde ich gut. Ist nicht so richtig abgrenzungsstreifig, weil dadurch, dass in diesem in der Kappelfärbung auch so ein bisschen helle Töne ja noch drin sind, verschwimmt das eben so ein bisschen. Das finde ich aber auch ganz süß, dass das halt nicht so bam-bam-streifig ist, ne? Genau. So, Leute, das ist wirklich alles, an dem ich gestrickt habe. Ich habe noch eine Idee, so für Weihnachten. Allerdings weiß ich nicht, ob ich das schaffe bis dahin. Mal gucken. Vielleicht schaffe ich ja jetzt in den Ferien ein bisschen was. Ach, das geistert mir schon eigentlich schon seit mehreren Jahren im Kopf rum irgendwie. Aber ihr wisst ja, wie das ist, ne? Man kommt irgendwie nicht dazu. Und dann ist schon wieder Weihnachten, dass man denkt so, hä? So, naja, gut. So, dann habe ich nicht nur gefärbt, sondern habe ich euch letzte Woche gar nicht gezeigt. Ich habe noch ein paar Maschenmarkiererchen gebastelt. Hört sich an, ne? Aber ich fand die so schön. Ich habe nämlich die Perlchen gefunden und ich denke, oh, wie hübsch. So, und das ist jetzt aber, warte, die sehen nicht alle gleich aus, wie ihr seht. Und da hinten, ich gehe mal aus dem Bild. Oh, das sind nicht meine Zomerschatulle. Es sind immer 5 Stück, aber könnt ihr es sehen? Es sind ganz viele verschiedene Farben, aber die passen alle schön zusammen. Und da muss mein Teammitglied noch basteln, also auf Kärtchen ziehen. Ne? Also, wenn ihr hübsche Maschenmarkierer wollt, eigentlich gehen ja auch ganz andere Sachen, ne? Aber so schöne Maschenmarkierer sind schon schön, ne? Genau, und dann habe ich gefärbt und zwar, ach guck mal, das habe ich jetzt gar nicht so schön aufgedreht. Naja, ist ja egal, ne? Noch ein bisschen Fluffgarn. Weil ich habe nämlich beschlossen, ich wollte mir ja noch ein T-Shirt, obwohl ich momentan ja nicht so auf Klamotte irgendwie bin, ne? Also,
aber ich mag die Wolle halt so gerne. Das ist ja die, aus dem ich den Lupuli gestrickt habe. Und ich habe jetzt nochmal auch für euch gefärbt. Guck mal, das könntet ihr auch schön. Das wäre auch ein cooles Streifending, ne? So, so ein bisschen Ton in Ton. Könnt ihr fäden. Genau, also die Färbung habe ich euch gemacht vom Fluffgarn und auch noch die und daraus werde ich mir, glaube ich, ein Shirt stricken. Irgendwie so was fluffig weich bei Weites irgendwie. Ich weiß noch nicht so genau, weil ich weiß nicht, das muss ich mal testen. Den Lupuli habe ich ja ganz normal rechts gestrickt. Ob ein Muster, also Zopf oder irgendwie sowas, ob das von der Wolle gefressen wird, wisst ihr, wie ich meine? Da das ja puffig-fluffig ist, ne? So. Ich habe jetzt den Lupuli nicht hier. Oder ob ein Zopf da schon rauskommen würde, das weiß ich halt noch nicht so genau. Lochmuster würde ich ungern stricken. Ja, ich muss mal gucken. Oder ob das nur so ein ganz einfaches V-Dingens wird. Wisst ihr, wie der, wie die Cumulus-Bluse, die ich jetzt ja schon ein paar Mal gestrickt habe? Na, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Auf jeden Fall muss da irgendwas Fancyes. Irgendwas muss dann sein. Selbst wenn man es glatt rechts strickt, dass da irgendwie noch so ein bisschen so ein Schick. Schick mit Strick reinkommt. So, aber wie gesagt, die Färbung. Ich weiß noch nicht, wie die heißen. Ne? Also Leute, Namen sind wirklich ein Graus. Und dann habe ich euch, weil in letzter Zeit das Café Vincent Mohair auf einmal ganz gut wegging. Und ich mag die Färbung ja. Ich habe die einmal gefärbt auf Rami. Und ich hatte damit ja auch meine Friedensjacke da. Die Strickjacke, die... oh Gott, Leute, es tut mir leid. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. So, und... ich finde die Färbung so schön, ne? Und dann habe ich euch jetzt Café Vincent nochmal auf Wolle-Seide-Misch gefärbt, ne? 400 Meter Lauflänge, 80% Schurwolle, 20% Seide. Oh, ich finde die so schön, ne? Ist wirklich wie dieses Vincent van Gogh-Bild da mit dem Kaffee da, wisst ihr? So, oh, voll schön. Finde ich richtig schön. Und ich habe euch nochmal, hatte ich euch ja letzte Woche gesagt, hatte ich letzte Woche nicht mehr geschafft, das Aquamarin-Mohair gefärbt. Oh, auch schön, ne? Und wie gesagt, wenn ihr das so... Also aus dem, da habe ich auch wirklich überlegt, ob ich mir dann nicht noch eine Cumulus-Blouse strick vor. Ich mag den aber auch zu gerne tragen, ne? Da, den hatte ich ja in so einem grünen, in dem Cumulus. Ist, glaube ich, sogar auch noch im Shop. Oh, ich mag den, ne? Aber der war mir ein Ticken zu groß? Also... Und dann hatte ich ja Cumulus nochmal in Seide gestrickt und so, aber ich mag den Mohair-Pulli so gerne. Und da habe ich schon überlegt, ob ich mir den nochmal damit stricke. Ja, also Freunde, ist im Shop. Ich glaube Aquamarin hieß es. Ja, genau so. Und das habe ich gefärbt, Freunde. Also wie ihr wisst, ich will es ja ein bisschen langsamer angehen lassen. Morgen habe ich nochmal einen Termin bei meiner Osteopathin. Dann werde ich nochmal sagen, die soll mal alle Blockaden irgendwie aus meinem ganzen Leben lösen. Mal gucken, ob die das kann. Weil man sagt ja immer so, es manifestiert sich ja alles irgendwie in den Faszien. Der Körper merkt sich allen Stress und was weiß ich was nicht. Und man muss es eigentlich, muss das mal raus. Aber ich glaube, bei mir ist zu viel. Also jeder hat ja sein Päckchen zu tragen. Also, ne? So, und da hat jeder irgendwie, also, ja, eigentlich muss jeder mal eine Therapie machen, ne? Weil jeder hat ja irgendwie so ein Thema. Ja, aber da versuche ich mal, ob ich da, weil was ist zuerst, ne? Erst mental oder erst körperlich, ne? Das ist ja wie Hände und Ei. Ja. Mal gucken, was Julia morgen machen kann. So, auf jeden Fall, das habe ich in Planung. Und ansonsten machen wir heute chillig und
Ja, mal gucken, wann der Mann mal wieder negativ wird, weil dann hat er hier schon eine große To-Do-Liste. Kind 2 hat auch schon wieder Ideen, wie sie ihr Zimmer. Ich verstehe es auch nicht, ne? Dann sage ich, nee, ich kann momentan nicht. Ich sagte, nee, ne? So. Ja, und dann kann man doch aber so. Oh, das kommt bei der nicht an. Ich weiß nicht, wo bei der da irgendwas ist da. Da muss ich mal eine Tür irgendwie aufschließen, dass das auch mal durchkommt, ne? Die lieben Kleinen. So, auf jeden Fall werde ich nämlich noch ein bisschen lesen in meinem Universumsbuch. Und ich wollte euch noch eine Buchempfehlung geben. Und zwar, weiß nicht, vielleicht kennt der ein oder andere das von euch. Lady Hardcastle lese ich gerade. Und Der Tote im Wald. Zack, hier. Und ich muss sagen, es liest sich richtig gut. Mag ich total gerne. Ist halt so Cozy Crime, ne? Also so gemütlicher Krimi, sag ich mal. Sie ist Witwe, ist halt irgendeine Lady und hat ihre Zofe. So. Und die sind aber mehr so auf Augenhöhe unterwegs. Und das scheint irgendwie eine Reihe zu sein. Ich habe jetzt scheinbar, vermute ich mal, das Neueste. Weil es beginnt eigentlich, dass die so ein bisschen aufs Land ziehen, weil die ja nicht mal Ruhe haben wollen und nicht immer in irgendwelche Sachen verwickelt werden wollen mit Mord und Totschlag. Ja, natürlich finden die dann halt irgendwie so einen Toten im Wald. Und also das ist jetzt nicht ad rat neu erfunden, ne? Aber so die Dialoge sind echt witzig. Also, ich finde das richtig gut. Also das kann ich euch nur empfehlen. Also ich bin jetzt schon auf Seite 179 von 400. 398, 399. Also das liest sich richtig gut weg. Also wer so ein bisschen einfach, ich lege mich hin und wer nicht irgendwie so Liebesschund lesen will, weiß ich nicht. So Liebesromane ist überhaupt nicht meins, ne? Weiß ich nicht. Also ich mag gerne historische Romane von Frau wie, ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird. Gablé? Gebel? Rebecca? Die Rebecca? Ah, oh, da kommt, glaube ich, dieses Jahr auch endlich wieder ein neues Buch raus. Ich glaube sogar aus der Warringham-Linie. Oh, bin ich gespannt. Ich glaube dieses Jahr sogar noch. Die soll sich mal ranhalten. Weil eigentlich, ich glaube, es kam jedes Jahr eins raus. Und jetzt waren schon irgendwie so zwei Jahre oder so, war kein Buch draus. Also da habe ich schon mein Buch lang gesagt, ich sage, mal kommt dann nicht mal wieder irgendwas. Aber jetzt ich stalk sie nämlich auf Facebook. Und da ploppte das letztens irgendwie auf. Also wer von euch das auch liest, ach, die liebe ich, ne? Also das ist eigentlich so meine Lieblingsschriftstellerin, muss ich sagen. Die finde ich gut. Ein Buch habe ich nicht gelesen. Das hatte ich angefangen, habe gedacht, boah, nee. Hiobs Brüder, glaube ich, habe ich nicht zu Ende gelesen. Da habe ich gedacht, so, oh nee, irgendwie kommst du da nicht in Schwung. Das fand ich alles irgendwie so ein bisschen. Wobei ich sagen muss, natürlich ist das der Aufbau immer der gleiche. Aber es liest sich irgendwie so schön. Die kannst du schön schreiben, dass man so denkt, ja, man sitzt da auch da in der komischen Burg und so, ne? Wie gut. So, aber also wie gesagt, sowas mag ich gerne lesen und das finde ich auch gut. Was habe ich denn letztens gehört? Auf dieser. Kann aber auch sein, dass es das auch auf BookBeat gibt. Ich liebe ja BookBeat, ne? Ich verlinke euch das und da könnt ihr 4 Wochen kostenlos testen. Eigentlich könnt ihr sonst nur 2. Wenn ihr über den Link geht, könnt ihr 4 Wochen testen. Ich meine, das waren jetzt 4 Wochen, genau. Und ich verlinke euch das mal unten. Das war auch so ein Cozy Crime. Sie ist aus verarmtem Adel und geht irgendwie nach London und löst dann auch so Fälle. Praktisch. Also, sie lässt sich auch anstellen als Putzfrau, weil sie halt kein Geld hat, ne? So verarmter Adel, so als. Genau, und die Eltern lebten auch nicht mehr und sie lebte dann mit dem Bruder im Anwesen und naja, das funktioniert alles nicht so. Und jetzt und dann wird sie natürlich auch immer in irgendwelche Mordfälle verwickelt und so. Das habe ich als Hörbuch gehört, das war auch ganz gut. Halt so gemütlich, ne? Also nicht so blutig so, aber so. Düm, 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 so. Finde ich gut. Also, wie gesagt, hier Lady Hardcastle kann ich euch nur empfehlen. Da werde ich mir noch ein zweites holen. Jetzt vielleicht irgendwie für einen Urlaub. Komme ich ganz gut voran, habe ich gedacht. Das ist, glaube ich, gerade so dein. So, das ist das. Das sind die Lesebücher-Empfehlungen. Und dann habe ich noch was gefunden, weil ich dachte, ich muss auch mal was anderes machen. Ne? Also ich merke so, oh, nur stricken und so, das ist auch nicht gut. Ich muss vielseitiger unterwegs sein. Ne? So, und es ist auch so, man wird ja nicht.
Das heißt ja nicht, wenn man ausspannen soll oder mal runterkommen soll, dass man nur im Bett liegt und schläft oder nur Fernsehen guckt. Ne? Das Fernsehen gucken ist ja auch nicht gut für den Kopf. Ne? Kannst ja auch nicht abschalten. Sondern man muss halt Sachen machen, die man mag. Ne? Also die sagen ja auch immer, so ein Burnout oder so kommt nicht von zu viel Arbeit, sondern von zu viel, was man nicht mag. So, wisst ihr, wie ich meine? Und bei mir war dieses zu viel, was ich nicht mag, nicht das Stricken und das Färben und so, überhaupt nicht. Es war, muss ich ganz ehrlich sagen, in letzter Zeit die Schule. Also das alles so. Weil da echt nur Mist gelaufen ist und ja, also, ne, so dann ist Kind 1 noch so ein bisschen in mathematische Schwierigkeiten geraten und Kind 2 ist eben, ich sag das ja schon des Öfteren mal, die ist halt anders so, ne? Und von daher ist das schon noch eine Wahnsinnsherausforderung, sowieso. Und dann ging es da halt in der Schule, dann war die Klassenlehrerin dann auf einmal irgendwie so eine kurz vor Abschluss der 4. Klasse, ließ sie sich dann irgendwie den Fuß operieren und war dann nicht da. Dann kriegten sie eine Vertretung, wo ich schon sagte, na, die Vertretung ist ja eigentlich auch Quatsch, weil die andere krank ist. Mit zwei kleinen Kindern andauernd ist die nicht da. Also war eigentlich klar, dass in der letzten Zeit dann eben halt auch nichts passiert, weil die dann nur Vertretungen hatten und einer erklärte das dann so, der nächste erklärte das dann wieder so und, ne, und in der Paarung dann noch mit der Besonderheit von Kind 2, die eben so ihre eigene Sichtweise hat und dann eben auch noch so ihren Dickkopf hat, ist es halt echt hart, ne? So, weil Kind 2 ist zum Beispiel so, dann sitzt sie da, dann ärgert sie sich, dass sie es nicht verstanden hat, dann ist sie schon mal aggro. So, dann fragt sie mittlerweile schon nach Hilfe, dann willst du ihr helfen und dann sagt sie dir die ganze Zeit, so ist es nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Wo ich dann auch sage, okay, ich sage, hör mir doch erstmal zu. Ja, aber es geht ja jetzt um die Frage. Ich sage, ja, aber du musst doch erstmal das Grundding verstehen. Ich versuche dir so. Und dann sitzt du da. Und dann hatte ich halt so oft so Situationen, wo ich dachte, Alter. So, und dann bin ich auch aufgestanden, bin gegangen und habe gesagt, so, der macht das alleine. Aber es ist natürlich, also, ne, ihr alle, die Kinder habt, ihr wisst, wie das ist. Also, ne, man will, dass die gut durchkommen. Geht jetzt nicht darum, dass die Arzt werden soll oder so, aber einfach, dass sie eben entspannt durch die Schule kommen, ohne immer irgendwie, oh Gott, wir schreiben eine Arbeit und bla bla bla, wisst ihr, wie ich meine? So, man will dann einfach nur helfen und versuchen und sie fragt nach Hilfe, aber eigentlich, du hast ihr gar nichts zu sagen, wisst ihr, wie ich meine? So, und das hat so in der letzten Zeit, glaube ich, sehr an meinen Nerven gezogen. Ich habe euch ja letztens auch gesagt, so, dass dieses Abschlussfest und so, ne, das war eben, das hing halt alles so damit zusammen, dass ich sagte, ich habe da überhaupt keine Lust drauf und das Kind sowieso nicht, weil Leute mag sie ja nicht so. Und das ist so das, was so gezerrt hat. Und ich hoffe, dass jetzt so ein bisschen die Verpuste kommt und dass ich halt eine Einstellung finde, wo ich mir sage, ja, ich muss mir den Schuh nicht anziehen. Wisst ihr, wie ich meine? Es wird schon alles irgendwie gehen. Also ich sage immer, auch beim Klassentreffen so, ne, so, die Jungs, die waren so schlecht in der Schule. Die waren wirklich Grotte. Aber die haben alle ihr Leben gehabt, die waren alle sehr zufrieden, sage ich jetzt mal, natürlich gibt es Höhen und Tiefen und so, ne, aber die hatten alle einen Job, die hatten Familie und dies und das. Also und von daher auch, kein Zweifel wird ihren Weg gehen. Und dass man dann einfach sagt, ja, dann, das wird schon so kommen, wie es kommen soll. Ob du dich da jetzt dagegen stemmst und mit Macht versuchst, irgendwie, nee. Das wird schon irgendwie. So, und da muss ich jetzt dran arbeiten. Weil ja der Schulwechsel ist. Das wird noch lustig. So. Also von daher. Ja. Ach so, wie kam ich drauf? Ich will noch eine andere Sache machen. Und zwar. Ich bin schon wieder abgeschliffen. Na, guck mal. Ich werde schon wieder ganz die Alte. So. Nein, Leute, es geht mir wirklich schon besser. Also, man muss, also blöder klingt, man muss einfach loslassen und sagen, ja, was soll ich denn machen? Ne, das wird schon alles irgendwie. So, und zwar waren wir, wie gesagt, so ein bisschen, ja, shoppen ist auch zu viel gesagt, aber da habe ich das Buch gefunden. Ist eigentlich mittlerweile auch schon ein alter Hut. Und zwar in einer Linie malen. Das ist ja momentan, kriegst du das ja hier auf Postern und Blader und so, ne? Bin ich raus, also weil, also ich finde ja nichts schlimmer, Freunde. Ich drifte mal ein bisschen ab in Innenarchitektur, ne?
Ich finde ja nichts schlimmer, als wenn man mit der Masse geht. Also, und das heißt nicht, also wir haben auch IKEA-Sachen zu Hause. Und natürlich habe ich ja zum Beispiel oben ja in der Ferienwohnung das Schlafzimmer auch so ein bisschen, nicht industrial, aber schon, ne, mit schwarzen Lampen und so eingerichtet, wie es momentan auch so Trend ist. Darum geht es gar nicht. Aber wenn ich dann so sehe, auch bei Instagram, dass alle die gleichen Bilder an der Wand haben, dann denke ich immer so. So, und da sind ja jetzt auch, also entweder hast du jetzt immer diese ganzen komischen Regenbögen, wisst ihr, wie ich meine? Also das kommt einem ja auch schon sonst wo raus. Ich finde es grundsätzlich nicht schlecht. Die eine hat letztens auch so einen Teppich irgendwie gekauft. Der ist richtig hübsch, ne? Aber, also der würde noch gehen so. Weil den hat noch nicht jeder liegen. Die haben ja meistens immer diese Bilder an der Wand, weil die natürlich auch sehr einfach dann selbst zu malen sind und so, ne? Wir machen einfach hier so eine Halbkreise. Finde ich schlimm. Und wie gesagt, ich weiß immer noch, so hier, also hier auch so ein Gesicht halt, ne? Also könnt ihr das erkennen? Hier sind die Lippen, ne? Da sind die Augen so. So eine Frau so mit einer Linie gemalt. Findest du auch in jeder zweiten Insta-Story, wo ich denke, oh, nee, Leute. Also man kann, aber ihr müsst. Nee, muss keiner, ne? Aber Mut. Auch was Eigenes reinzubringen und nicht immer gucken, was die anderen haben, dann wird es nicht gemütlich. Also, ich kenne zum Beispiel auch jemanden, der sich sehr davon leiten lässt. Aber wenn man da nach Hause kommt, das ist irgendwie. Da ist kein. Wisst ihr, das ist keine. Das, da ist kein Stil, da ist kein. Wo man nach Hause kommt und sagt: Oh ja, hier lebt jemand so. Wisst ihr, wie ich meine? So, und dann ist es eben auch so. Dass ich finde, so ein Zuhause entwickelt sich halt auch. Du kriegst nicht, also wenn du umziehst, du kannst deine Wohnung einrichten, aber es ist kein Zuhause. Das wird's halt erst, wenn du dann mal das Teil und das Teil hast. So, ne? Also ich habe mal auf dem Flohmarkt so eine große Apothekertruhe geschossen für echt günstig. So ein Holzfass, so richtig schön. Ne? Das steht im Wohnzimmer. Das werde ich auch nie hergeben. Also so, ne? Das sind so, passt halt. Eigentlich gar nicht rein, aber irgendwie doch, ne? So. Und von daher kann ich euch nur den Tipp geben, kauft nicht einfach, um zu kaufen. Also ich will zum Beispiel auch drüben in der Ferienwohnung, brauche ich im Wohnzimmer noch so beim Schreibtisch irgendwie eine Lampe. So, am liebsten hätte ich irgendwie so eine Klemmlampe. Aber ich finde keine schöne. Oder weil, ja, so Tischlampe, der Schreibtisch ist halt nicht so wahnsinnig groß und so, denn ich will den nicht vollstellen mit Stiftebox und so, ne? Aber selbst da finde ich keine schöne. Und dann warte ich halt. Da muss es erstmal anders gehen. So, Freunde. Auf jeden Fall habe ich dieses Buch, ich schweife schon wieder ab. Also, wie gesagt, mein hier, die Innenarchitektin spricht. Gebt euch einfach Zeit. Kauft nicht einfach, weil da noch eine Lampe hin muss oder so. Ihr ärgert euch, weil entweder lebt man dann die ganze Zeit, weil man denkt, ja, hast ja eine Lampe und dann guckt man nicht mehr so danach, was einem gefallen würde. Und außerdem ist das Geld dann weg. Spart euch das und wartet, bis das Richtige kommt. So wie gestern. Ich habe ewig nach so einer Bettbank halt gesucht, die da reinpasst. Oder da habe ich mir überlegt, davor muss noch irgendwie was, sodass man den Koffer ein bisschen höher stellen kann und so, ne? Und dann habe ich irgendwie dann vielleicht doch irgendwie noch so ein Regal. Aber dann denke ich, nee, dann habe ich gedacht, vielleicht auch so ein Metall. Aber wenn du da dann was drauflegst, dann zerschrabst das ja auch schnell. Ist auch irgendwie doof. Gestern, es kam auf mich zu in einem Laden, wo ich nie mit gerechnet hätte. Also Leute, vertraut drauf. Es kommt alles hier. Was, wie heißt das Buch? Das Universum schenkt dir alles, Freunde. Und dann noch zu einem super Preis. So, und dieses Buch. Ist ganz viel verschiedentlich aufgebaut und zwar fängt das eben an, auch so mit eben einfachen Sachen und wird zum Ende her ein bisschen schwieriger und ist unterteilt, dass man zum Beispiel, also wenn ihr jetzt hier so seht, Essen und Trinken, ne? Also wie male ich jetzt zum Beispiel, oh, könnt ihr das sehen? Hier so eine Porree-Stange, ne? So, dann wird hier, so fängst du an, zweiter Schritt, dritter Schritt und fertig ist es. Und so geht es halt immer weiter. Also ihr habt dann so ein bisschen, wie male ich einen Salat?
mit einer Linie und so. Also hier sind ganz, ganz, ganz viele Sachen drin. Und ein Apfel und so, das ist, glaube ich, so als erstes, um erstmal so ein bisschen in Schwung zu kommen, ne? Und dann hat man nachher aber auch zum Beispiel Pferd, Büffel oder hier dann Mitmensch. Ich meine, das sieht so einfach aus. Die Schwierigkeit ist ja, die Proportion hinzukriegen. Ich glaube, die Schwierigkeit ist nicht irgendwie die Form, sondern dass das passt. Ne? Dass du nicht so einen Kopf hast und dann nachher aber so einen Oberkörper. Und so, das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Ne? Also ihr habt Tiere, ihr habt hier, guck mal, so ein Reh oder ein Nilpferd oder so. Also hier gibt es ganz, 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 wirklich, da ist für jeden was dabei. Pflanzen. Hier eine Monstera-Pflanze, Blatt, wie kann ich das malen? Bäumchen. Kakteen, große Bäume, Bonsai-Bäume, Blümchen. Hier, guck mal, wenn ihr Weihnachtskarten selber machen wollt, hier könnt ihr so Kugeln und Glöckchen. Hier kriegt ihr dann mal auch wieder eine Person, wie man das zeichnet. Also es ist wirklich eine Torte. Hier dann auch mal. Da wird es dann ein bisschen schwieriger schon, ne? So mit zwei Leuten. Guck mal, und das ist unseres hier. Guck mal, die haben auch an uns gedacht. Wie male ich einen Wollknäuel? Nur deswegen habe ich es gekauft. Also ich muss wirklich sagen, bin gespannt, aber habe ich richtig Bock drauf. Also hier habt ihr ja nochmal wieder halbes Gesicht, ganzes Gesicht. Wer doch drauf steht. Hier. Oder hier auf der Schaukel. Also, da ist für jeden was dabei. Und vor allen Dingen ist das auch definitiv was, was man mit Kindern machen kann. Hier ist sogar ein Auto. Moped. Ne? Also, ist für alle was dabei. Habe ich gestern erst gekauft. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Auf jeden Fall bin ich hochmotiviert. Und ich habe mir auch schon große Leinwände gekauft, weil ich habe gedacht, wenn schon, denn schon. Ja, da bin ich also da. Das werde ich heute wahrscheinlich mal machen. Ich werde nachher das Video hier machen. Da muss ich noch gucken. So eine Bestellung reingekommen, die muss ich noch packen. Ein Knäuel muss ich noch suchen. Da sagte mein Helferlein, das ist nicht da. Hä? Muss ich mal gucken. Schon irgendwo untergebuddelt. Mein Helferlein hat nämlich gerade das Sackprinzip für sich entdeckt, wo ich denke, ah. Oh, Packt das in die Regale, ne, so. Aber sie möchte sich ein System machen, kann ich ja auch verstehen, weil mein Helferlein packt die Päckchen jetzt mittlerweile auch, die hat ja vorher nur gestrengelt und gemacht und getan. Aber jetzt übernimmt sie auch das Packen. Oh, Gott sei Dank, ne, bin ich ihr sehr dankbar, dass sie das macht. Dann komme ich einfach eben auch zu anderen Sachen, obwohl irgendwie auch nicht, ne. Aber wie gesagt, weil das nimmt so wahnsinnig viel Zeit in Anspruch. Und genau, da muss ich noch dann die Päckchen fertig machen. Da muss ich noch das Liegenschaftsregister abgeben, weil wir für die Ferienwohnung oben, ich sag nee, wir machen mal lieber eine Bauvoranfrage wegen Nutzungsänderung, ne? Weil wenn man das oben als zeitweise Vermietung macht, so Ferienwohnung, das ist ja nicht von der ursprünglichen Baugenehmigung gedeckt, ne? Und im Umkreis, da wohnen so ein paar, wo man denkt, das könnte auch sein, dass die einen anscheißen, ne? Also machen wir das alles ordentlich. Und jetzt brauchen die in dreifacher Ausführung das Liegenschaftsregister. Was nichts anderes ist, als wenn die einfach mal auf Google Maps gucken. So, da haben wir sogar den Ausdruck von Google Maps. Haben gesagt, hier gucke und da sind wir und das ist so der Umkreis. Nein, 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 das muss vom Liegenschaftsregister kommen. Das Witzige ist, das Liegenschaftsregister, anstatt dann zu sagen, okay, ich fordere mir das an, ich schlage das dann darauf, bla, ne? Also auf die Genehmigungsgebühren, bla 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 bla. Nein, nein, nein. Wir mussten das dann beantragen. Dann ruft der Mann an und dann sagt er, ja, überhaupt kein Problem. Schicken Sie mir eine Mail, ich schicke Ihnen das, ne? Dann schicken wir uns das per Mail. Aber wir müssen es dreimal ausdrucken, um es dann zur Behörde zu bringen, zu der anderen. Damit die das bestimmt einscannen in ihre elektronische Akte. Ich sage auch zu Mann, ich sage, können wir das nicht, kannst du das nicht einfach weiterleiten? Also, ne, nein, in dreifacher Ausführung. Ich sage, dann leite es dreimal weiter. Ich verstehe.
manchmal verstehe ich das alles nicht. Ne? Na ja, gut. Da muss ich nachher nochmal hin, dass ich das endlich abgebe. Und ja, das ist so mein Tag. Und ansonsten möchte ich eigentlich nichts mehr machen diese Woche. Außer ein bisschen stricken und ein bisschen runterkommen. Ne? So, ihr Lieben. Das war meine Woche und das war meine Unterhaltung für euch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich das alles so ein bisschen... Also das ist jetzt 3 Tage oder so, ne? Aber mir sind noch gar nicht so ganz doofe Menschen untergekommen. Auch da beim Fußball, ne? Also so manche hatten nachher, also nachher zum Ende, da hatten viele dann eben schon so 1,8 im Turm, ne? Wo ich dachte, na, jetzt wird es auch ein bisschen, also explosiver die Stimmung. Aber trotzdem, es war richtig... Richtig nette Leute. Also wir standen da auch so neben so jungen Männern irgendwie. War richtig nett. Also muss ich sagen, ne? Ja, die Welt ist doch nicht so schlecht, ihr Lieben. Man muss nur seine Perspektive ändern. Es ist so, ne? Manchmal ist es so einfach. Aber klappt den einen Tag besser und den anderen nicht so gut. Auf jeden Fall bin ich hochmotiviert. So. Gut. Ich hoffe, dass der Mann mal bald negativ ist, weil irgendwer muss diese Schranktüren anschrauben. Das ist echt anstrengend. Ich wollte hier welche abschrauben, aber irgendwie die Schraubenzieher waren noch drüben. Dann habe ich so ein Taschenmesser gefunden mit Schraubdings, aber das klappte dann immer weg und ach, hör doch auf, ne? Da bin ich jetzt ins genervt und gesagt, du musst das machen, aber der wird ewig nicht wieder gesund. Ich sage auch, du darfst nie wieder darfst du raus. Mit den Jungs. Das kannst du vergessen. Du darfst nie wieder auf Arbeit gehen. Du arbeitest nur noch von zu Hause. So, ihr Lieben. Ich überlege die ganze Zeit, ne? Weil, aber toi, 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 wir haben noch nichts. Und ich hoffe, wir haben es dann auch nicht. Weil Inkubationszeit, wie lange ist denn die Inkubationszeit? Eigentlich müsste man dann noch schon irgendwas haben, ne? Also von daher bin ich guter Dinge, dass dann die nächste Woche ein bisschen urlaubstechnisch wird, dass man ein bisschen was machen kann. Ich lege mich gleich nochmal hin, glaube ich. Es tut mir leid, ich hoffe, ihr musstet jetzt nicht durchgehen die ganze Zeit. So, und dann habe ich beschlossen, die Kinder müssen mehr machen. Kind 1 kocht heute Abend, Kind 2 kocht morgen. Bin ich schon mal raus? Finde ich gut. Ich sollte vielleicht noch zur Not Pizza holen. Mal gucken. Naja, da kriege ich schon hin. Das wird schon, ne? Letztens hat auch, hat Kind 1, die hatten, ich bin gleich fertig, Projekttage. Und die hatten ein nicht so geliebtes Projekt und dann haben die gesagt, okay, müssen sie sich schön machen. Und dann haben sie erstmal den zweiten Tag dann, der brachte das zu essen mit, der brachte das zu trinken mit und so. Und Kind 2, Kind 1 so, ja, ich mach noch Pool-Muffins so, ne? Blaue Muffins, ich so, mach mal. Rezept rausgesucht, alles und so, ne? Und dann sagte sie noch so und so, ich sag, boah, ist aber ganz schön viel, ne? Also ich glaube, ich würde nur die Hälfte von dem Rezept machen, so viel, das kriege ich hier gar nicht aufgegessen. Also, ne, das wird zu viel. Also nur so und so viel Butter, haben wir das noch ausgerechnet und alles, ne? So, und dann irgendwann ist sie fertig mit dem Backen und sagt, ja, ich weiß gar nicht, ich habe da jetzt gar keine Butter drin. Ich so, wieso hast du da keine Butter drin? Ja, das stand da nicht. Ich sag, im Rezept stand doch Butter. Ja, aber in der Anleitung stand, ich sag, das kannst du mir doch nicht erzählen. Ich habe mein Handy nochmal geguckt, aber da wird schon irgendwo gestanden haben, wo die Butter rein muss, ne? Ich sag, naja, ich habe es nicht probiert, es scheinen dann halt Biskuit-Dinger geworden zu sein, ne? Also nur mit Mehl und Eiern und ein bisschen Milch. Ich vermute mal, das waren Biskuit-Muffins dann. Oh, das ist ein kleiner Spatz. Oh, ist der süß. Der guckt zu. Oh, kommt ein zweiter. So, Freunde. So, wie gesagt, ich werde jetzt noch ein bisschen, ich werde jetzt erstmal frühstücken. Und dann, genau, werde ich rüber den Rest packen und das abgeben. Und dann ist heute, mal gucken, es ist irgendwie bewölkt, keine Ahnung, aber ist ja auch nicht schlimm, ist nicht ganz so warm. Dann kann ich mich draußen auf die Gartenliege legen und lesen. Oder ich fange nachher mal an, mit Zeichnen zu probieren. Ich bin gespannt. So, vielleicht zeige ich euch nächste Woche ja meine super Kreation. So, ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ja, guckt gerne in den Shop. Würde ich mich freuen. Habe ich noch was vergessen? Nö, bin ich durch. Ach so, ja, vielleicht. Letztens fragte mich jemand, oh, ist das nicht schlimm mit mir, ne? Letztens fragte jemand, ob wir nicht mal wieder so ein Knit-Along machen wollen. Und sie warf das
Es ist neu, das Andrea Mori Tuch, das ist ein Brioche Tuch. Ich glaube, das sind so, also ich glaube, sie strickt das in drei Farben, ein Dreieckstuch im Brioche, so, aber nicht hochgradig kompliziert so. Habe ich mir angeguckt. Aber ich bin ja nicht so Dreieckstuch, ne? Da bin ich ein bisschen raus. Wenn ihr eine gute Idee habt, was wir zusammen stricken könnten, wo ich unseren Stricksets vielleicht auch mache, aber bitte kein Dreieckstuch. Weil, oh, ich trage die, keiner trägt die bei uns. Also das finde ich dann immer so ein bisschen schade. Aber es gibt ja auch andere. Es gibt ja auch, was macht dann Frau Lehmann immer so eine, also ein Hick auf? So eine Kite-Form oder so, was so ein bisschen asymmetrisch oder so ist, das habe ich auch noch, glaube ich, noch nicht gestrickt. Keine Ahnung. Schreibt mal unten rein, wenn ihr Bock auf ein... Oh Mann, wer denkt denn jetzt an mich? Ein Karl habt. Ich muss aufhören. Erst geh nicht und jetzt hicke ich andauernd. Schreibt mal unten rein. Dann gucke ich mir das mal an. Oh, warte, ich muss euch zeigen, was ich als nächstes auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall kommen, Freunde. Aber, oh, Hick. Die Anleitung ist noch nicht draußen. Aber ich habe mir das mal gemerkt. Ich hoffe, ich finde es. Warte mal, ich gucke ganz schnell. Da muss ich mal gucken, wo finde ich denn die Sachen, die ich mir gemerkt habe. Hallo? Ach nee, hier muss ich hin, dann muss ich da hin, dann muss ich auf gespeichert gehen. Oh, hier. Das werde ich stricken. Wobei ich immer noch so ein bisschen am Überlegen bin. Huiuiuiui, ne? Da. Oh. Ist das schön oder ist das schön? Also das finde ich richtig gut. Finde ich richtig gut. Ich glaube, ich würde das nicht in rosa stricken. Obwohl ich die Farbkombi richtig gut finde. Aber nicht an mir. Mein Problem, also was heißt mein Problem, ne? Aber ist, dass das so kroppt ist. Und ich überlege, man kann das natürlich verlängern, indem man den Abstand zwischen dem Obermuster und dann dem Brust- bis Untenmuster größer macht. Dass man da ein paar mehr reinstrickt. Aber ich finde, wenn das zu doll auseinandergezogen wird, verliert das halt auch den Schick. Das Einzige, weil unten die Brioche, das Brioche-Bündchen länger zu machen, dass man dann irgendwie so ein langes Brioche-Bündchen hat, finde ich auch nicht gut. Das Einzige wäre vielleicht wirklich, wenn man dann eben halt den unteren Colorwork-Teil noch einen Rapport verlängert. Aber dann ist es halt auch wieder eine andere Proportion, ne? Ja, vielleicht könnte man einen von diesen floralen Dings noch dazusetzen. Das könnte man nochmal überlegen. Oder, dass ich dann wirklich sage, ja gut, dann zieht man halt so Lagenlook an, ne? Dass man das entweder... Ich ziehe halt nur so selten Kleider an, halt über ein Kleid oder dass man dann eben einen Top drunter hat und so. Oh, aber ich finde so diesen Ausschnitt und so, ich finde so, ich finde das total toll. Ich sage euch Bescheid. Das soll coming later this week. Also diese Woche soll es kommen. Nächste Woche habe ich vielleicht schon Sets für euch. Oh nee, nächste Woche schmeiße ich schon mal die Adventskalender in den Shop, kann ich euch schon mal sagen. Ja, das ist mein Plan. Und das. Schreibt mal rein, ob ihr das auch gut findet. Oh, finde ich richtig gut. Aber da muss ich schon mal überlegen, welche Farben ich nehme, ne? Also ich finde die Farbkombi toll, aber rosa nicht. Weiß ich nicht, mal gucken. Da muss ich nochmal so ein bisschen in mich gehen, ne? Könnt ihr sonst mal Farbkombi-Vorschläge machen? Vielleicht so einen relativen Naturton und dann mit Grün vielleicht. Oh, schreibt mal rein. Findet ihr das gut? Ich finde das richtig gut. Das, wie heißt denn das? Kick-Crop. Oh, finde ich gut. Und ich glaube, das strickt sich auch gut. Ich hatte ja auch mal dieses Shirt von Anna Johanna. Nicht Shirt, Pulli. War das ein Pulli oder ein Shirt? Habe ich schon länger nicht mehr angehabt, fällt mir dabei ein. Warum eigentlich nicht? Das hat sich auch super gestrickt. Auch mit dem Colorwork und so. Also das werde ich auf jeden Fall stricken. Mal gucken, ob das diese Woche rauskommt. Dann kann ich, wie gesagt, nächste Woche euch vielleicht schon mehr dazu sagen.
Die Adventskalender kommen nächste Woche rein. Da erzähle ich euch nächste Woche ein bisschen mehr zu. Und ja, jetzt bin ich fertig. Jetzt bin ich aber wirklich fertig. Jetzt muss ich frühstücken. So. Gut, ihr Lieben. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Bleibt mir gewogen. Bis dann. Tschüssi.